Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Gönnen Sie Ihrem Fahrrad jetzt eine Kur in der Fahrradwerkstatt der Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda, Gewerbegebiet Naht. Jetzt super günstig, egal ob Tourenrad, Rennmaschine oder Mountainbike. 10% Rabatt auf alle Reparaturen. Umrüstung auf Nabendynamo mit Zubehör zum Sonderpreis von nur 72 Euro. 10% Rabatt auch bei Fahrradneukauf. Infos auch per Telefon unter 03571 91 25 73 oder im Netz unter lausitzer-werkstätten.de. Im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 ist das Motto im Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Auf zu Katrin und Peter. Die Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume lädt ein. Am 20. März zur Frühjahrstour. Einer Fahrt ins Quirlehäusel erleben Sie einen abwechslungsreichen Tag mit Rundfahrt, kulinarischen Verführungen und dem Unterhaltungsprogramm mit Katrin und Peter, dem bekannten Gesangsduo aus der Oberlausitz. Steigen Sie ein, noch sind Plätze frei. Anmeldungen bitte am Empfang der Lebensräume und unter Telefon 46 73 0. Die Frühjahrstour mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume, mehr als gewohnt. Drehscheibe Lausitz, immer zur vollen Stunde, jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen, mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Feuerwehreinsatz, falscher Alarm in der Altstadt. Finanzliste, Kita-Förderung im Landkreis beschlossen. Heimatkennzeichen, KM besonders nachgefragt. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 7. Februar 2013. Wir stehen auf. Unter diesem Motto beginnen am 15. März die internationalen Wochen gegen Rassismus. In Leipzig fand schon heute die Auftaktpressekonferenz statt. Dabei ließen es sich Prominente aus Politik, Wirtschaft, Funk und Fernsehen nicht nehmen, laut zu werden. Laut gegen Nazis. Sie alle bilden die prominente Speerspitze der bundesweiten Kampagne gegen Rechts. Unter dem Motto Wir stehen auf haben heute Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung einen Ausblick auf die Aktionen gegen Rassismus gegeben, die vom 15. bis 24. März in Leipzig und anderen Partnerstädten stattfinden werden. Wir haben ja regelmäßig interkulturelle Wochen und wir werden diese jetzt verbinden mit dem lokalen Aktionsplan hier in Leipzig, Orte der Vielfalt. Initiativen machen mit, die Netzwerke machen mit. Ich glaube, es wird ein deutliches, wunderbares Zeichen vom Konzert über Informationen, über Veranstaltungen in Schulen bis hin zu interkulturellen Begegnungen. Unterstützt wird die Aktion auch von Promis aus dem Musikbusiness. So kommt der Titelsong von der Berliner Band Seed. Auch Smudo von den Fantastischen Vier und Sebastian Krumbiegel von den Prinzen engagieren sich für die Kampagne. Vereinfachung und Rassismus und Intoleranz gegenüber einzelnen Gruppen ist wie ein Gift, welches sich ausbreitet. Und deswegen ist es wichtig, alle möglichen zivilgesellschaftlichen und sonstigen Aktionen zu unterstützen, die sich gegen Recht und gegen Gewalt richten und gegen Ausgrenzung und Intoleranz. Das finde ich erstmal klasse. Also finde ich erstmal wirklich großartig, dass die Politik da mitzieht. Ja, weil das war nicht immer so und das ist auch nicht in allen Gegenden so, das ist nicht in allen Städten so. Also ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass das in Leipzig und nicht in Dresden stattfindet. Ich finde das jedes Jahr wieder unsäglich, was in Dresden abgeht am 13. Februar, wenn Leute dort versuchen, friedlich Nazis zu blockieren und dann kriminalisiert werden, wenn die Büros von Dresden nazifrei durchsucht werden. Das ist ein Schuss in die falsche Richtung. Da muss man ganz klar sagen, die Gefahr ist nicht auf der linken Seite, sondern auf der rechten Seite. Und wer das bis jetzt noch nicht gecheckt hat,
der soll mal gucken, was wir hier machen. Und wir wissen schon, wo es lang geht auf diesem Gebiet. Und auch die Wirtschaft engagiert sich gegen rechts. Heutzutage nutzen Neonazis vor allem das Internet mit seinen Foren und sozialen Netzwerken, um sich zu organisieren. Doch auch die Internetgrößen Facebook und Google haben das Problem erkannt und engagieren sich für Toleranz und gegen rechte Umtriebe. Wir leben das ja. Eine Plattform wie YouTube ist nur deswegen möglich, weil wir diese Freiheiten gewähren und dafür Redefreiheit und Meinungsfreiheit und Toleranz allen Verschiedenartigkeiten gegenüber. Ohne das würden solche Plattformen gar nicht funktionieren. Und das ist unser Selbstverständnis und unser oberstes Gut. Deswegen ist es für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sachsen gilt deutschlandweit übrigens als Neonazi-Hochburg. Auf 100.000 Einwohner kommen laut der letzten Statistik 75 Rechte. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 47. Auch die Politik im Freistaat hat dieses Problem erkannt und plädiert dafür, offensiv mit dem Problem umzugehen. Aber wir sind ja seit vielen, vielen Jahren immer offensiv damit umgegangen, haben das nicht verdeckt, dass es einen Narzissmus gibt, einen Neonazismus gibt, der in der Tat beängstigend ist, immer wieder. Und insofern finde ich es sehr, sehr schön, sich einzureihen, mit den großen Städten, mit Hamburg, mit München eine Achse zu bilden und das auch deutschlandweit publik zu machen. Nicht zu tabuisieren, sondern anzusprechen und ganz massiv und offensiv zu sagen, Nein und Kante zu zeigen gegen Neonazismus und Rassismus. Die rund 50 Aktionen und Events starten in Leipzig am 15. März. Aber auch in anderen Städten wie München, Hamburg oder Erlangen wird dann gegen rechts mobil gemacht. Wichtig ist dieses Engagement auf jeden Fall. Und mit der prominenten Unterstützung soll dies noch besser gelingen. Die Heimatkennzeichen in Sachsen stehen hoch im Kurs. Vor 100 Tagen ist die geänderte Fahrzeugzulassungsverordnung bundesweit in Kraft getreten. Der Freistaat Sachsen war damals das erste Bundesland, das die alten Heimatkennzeichen wieder einführte. Sachsens Verkehrsminister Sven Morlock freut sich, dass bereits mehr als 30.000 sächsische Bürger von ihrer Wahlfreiheit Gebrauch gemacht haben und mit ihren Kennzeichen ihre Heimatverbundenheit ausdrücken. Sie seien für viele eben mehr als nur ein Blechschild, sondern auch ein Stück regionale Identität. In den letzten 3 Monaten wurden etwa 77.000 Kennzeichen ausgegeben. Rund 40% der zugeteilten Kennzeichen sind die wieder möglichen Heimatkennzeichen. Weitere Meldungen sehen Sie gleich in den Nachrichten. Steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihr Pflegedienst und Fahrservice vergissmehrnicht. Fahrdienste aller Art, auch für Rollstuhlfahrer auf Wunsch mit Begleitung. Mittagsmenüs der Catering GmbH des Lausitzer Seenlandklinikums bringen wir zu Ihnen nach Hause. Und das alles in und um Hoyerswerda, Elsterheide und Kamenz. Sie erreichen uns rund um die Uhr unter Hoyerswerda 47 49 97. Überraschung für mich? Oh toll! Für mich auch? Das ist cool! Ihre Geburtstagsüberraschung nicht nur für kleine Stromer. Feiern Sie mit uns 20 Jahre VBH. 16. Februar ab 14 Uhr in der Lausitzhalle Hoyerswerda. Freuen Sie sich auf ein Jubiläumsjahr voller schöner Überraschungen und gewinnen Sie zum Beispiel Gratisstrom für ganze 20 Monate. Alle Infos dazu auch im Netz unter vbh-heu.de. VBH, die machen das. Haben Sie das auch schon mal gehört oder gesagt? Ich habe es aufgegeben, mit meinen Kindern über meinen Abschied zu sprechen. Meine Tochter sagt immer, Mama, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Meine Enkeltochter fragt, Oma, hast du Angst vor dem Tod? Meine Tochter sagt, Oma stirbt nicht so schnell. Und ich frage dann, und wenn doch? Wir im Bestattungshaus Konecny reden darüber. Wir helfen Ihnen. Ihr Thomas Konecny vom Bestattungshaus Konecny in Hoyerswerda. Lauter und wittig hinauf. Konecny, am Ende gut. Oh, das war toll! 20 Jahre VBH am 16. Februar in der Lausitzhalle. Lassen Sie sich überraschen. VBH, die machen das. Willkommen zurück zur Drehscheibe. Was am Donnerstag in Ihrer Region alles passiert ist, das sehen Sie jetzt in den Nachrichten.
Den ersten offiziellen Einsatz absolvierte am Mittag die neue Drehleiter der Hoyerswerder Feuerwehr. Gemeldet worden war ein Wohnungsbrand in der Heinestraße in der Altstadt. Vor Ort war allerdings weder ein Feuer zu entdecken, noch irgendetwas, das darauf schließen ließ. Jetzt wird geprüft, ob der Fehlalarm durch einen Notrufmissbrauch ausgelöst wurde. Ein Radfahrer ist am Mittwochabend an der Südstraße in Hoyerswerda schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war von einer Nissan-Fahrerin erfasst worden, die aus Richtung Bautzen-Allee nach rechts auf die B96 auffahren wollte. Ein Betrüger, der aus dem Raum Hoyerswerda kommt, ist jetzt in Diepoldeswalde festgenommen worden. Der Mann hatte sich in mehreren Fällen das Vertrauen von Frauen erschlichen, die er im Internet kennengelernt hatte, erklärt die Polizeidirektion Görlitz. Der 40-Jährige zog bei ihnen ein, täuschte dann eine finanzielle Notlage vor und brachte sie sowie den Familien- und Bekanntenkreis dazu, ihm zum Teil auch größere Geldbeträge im vierstelligen Bereich zu leihen. Um seine wahre Identität zu verschleiern, nutzte der Mann jahrelang verschiedene Namen und wechselte ständig seine Aufenthaltsorte. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten die Fahnder letztendlich zu einer Bekanntschaft in Diepoldeswalde, wo der Gesuchte durch die Polizisten bereits erwartet und festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen gegen den 40-Jährigen erfolgen durch die jeweiligen verfahrensführenden Staatsanwaltschaften. Im Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz ist jetzt ein neuer Patientendienst eingeführt worden. Ehrenamtliche Mitarbeiter empfangen die Kranken bei der Aufnahme, helfen bei der Anmeldung und begleiten durch das Haus. Der Patientenbegleitdienst wird von der Krankenhausseelsorge organisiert und deckt bisher die Spitzenzeiten von Montag bis Donnerstag in den Vormittagsstunden ab. Gern würde man auch am Freitag sowie an den Nachmittagen helfen. Dafür werden aber noch Freiwillige gesucht. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 03578 für Kamenz 78 63 75 melden. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Bautzen hat jetzt die Investitionsliste für Kindertageseinrichtungen beschlossen. In den nächsten 2 Jahren stehen rund 3 Millionen Euro zur Verfügung. Eingereicht wurden aber Projekte im Gesamtwert von mehr als 8 Millionen Euro. Aus diesem Grund wurde eine Prioritätenliste erstellt. Dieser zufolge können etwa 16 Baumaßnahmen im gesamten Landkreis finanziert werden. Vorrang hat der Ausbau von Krippen. In unserer Region können die Kita Lutki in Bergen, die Malteser in Kamenz, der Wittichenauer Jakobetz-Stift, die Lautauer Kita Brüderchen und Schwesterchen und die Kita Regenbogen in Königsbrück mit finanzieller Förderung rechnen. Der Winter hat Sachsen fest im Griff. Viele Schneeflocken tanzten über viele sächsische Städte. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sehen Sie gleich in der Drehscheibe. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Willkommen beim Finale zum großen Bankentest 2012 von Focus Money. Die gelbe Bank fällt schon auf den ersten Metern zurück. Und die orange-blauen tun sich schwer. Auch die rot-weiße Bank hat Probleme. Auf dem zweiten Platz liegt die blaue Bank. Aber es reicht wieder nicht. Sieger wird zum dritten Mal die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Da hat wirklich einer Grund, sich zu freuen. Was für ein Sieg. Hattrick für die Sparkasse. Liebe Zuschauer, wir haben uns heute im Mehrgenerationenhaus hier in der Schweizer Straße in Hoyerswerda mit Anke Hempel, der Leiterin der Einrichtung, verabredet. Das Mehrgenerationenhaus, Frau Hempel, in Hoyerswerda besteht ja in diesem Jahr 5 Jahre. Und für uns alle mal Grund genug, mal nachzufragen, was denn 2013 so alles anstehen wird. Sicherlich auch das Jubiläum, das wird gefeiert, dazu kommen wir später. Fangen wir doch erstmal, Frau Hempel, mit ein paar Veranstaltungen an, die schon im Februar bei Ihnen im Programm stehen. Genau, also ich habe im Februar, am 9. Februar einen großen Faschingsnachmittag im Innerspielplatz mit der KUFA zusammen in der Heinrich-Mann-Straße. Also Kinder, hört zu, die 3 besten Kostüme werden prämiert, also kommt vorbei. Ne? Dann am 22.02. veranstalten wir einen Grillnachmittag im Garten des Mehrgenerationshauses.
Wir würden euch gerne dazu recht herzlich einladen. Wenn Frau Hölle uns gnädig ist, machen wir auch eine Schneeballschlacht und bauen ein paar Schneemänner. So, dann im Februar noch ein anderer Tipp ist noch für unsere älteren Leute. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig guten Wein getrunken? Bei uns haben Sie die Möglichkeit, und zwar am 27.02. machen wir eine Weinverkostung. Also schon im Februar wirklich Angebote für Jung und Alt. Wie soll es denn dann im Verlauf des Jahres weitergehen? Alles zu nennen würde die Zeit gar nicht reichen. Vielleicht so ein paar kleine Highlights. Also wir haben unser Osterbasteln, wie jedes Jahr. Dia-Vorträge machen wir ganz viele. Unsere Kinder-Osterhasen-Party am 27.03. ist ganz wichtig im Saal der Lebensräume, wo wir ganz stark vertreten sind und mit unseren Angeboten. Unsere Kindermärchenstunde jeden zweiten Mittwoch im Monat mit Frau Führer. Liest sie den kleinen Kindern Geschichten vor. Dann ist natürlich ganz wichtig, unser fünfjähriges Bestehen des Mehrgenerationshauses. Das ist natürlich eine ganz große Sache, wollen wir auch richtig toll feiern. Und vielleicht haben wir ein paar Überraschungen für unsere Gäste dann parat. Frempel hier im Familienpark, da wird das Team vom Mehrgenerationenhaus in diesem Jahr auch noch ein bisschen mehr aktiv werden, wenn es zum Beispiel um sportliche Sachen geht. Genau, wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, die Outdoor-Angebote im Familienpark und an der Beachvolleyballanlage zu intensivieren. Und unser Bürgerarbeiter ist schon fest fleißig dabei an der Arbeit, das erste Beachjogger-Turnier zu veranstalten, also vorzubereiten, was am 13. und 14. Juli stattfinden wird. Ja, und da kann man natürlich, wenn man Lust und Laune hat, gerne mitmachen, ne? Genau. Jeder, der Lust und Laune hat, meldet sich einfach im Mehrgenerationenhaus, wer gerne Fußball spielt. Also ruft einfach an und kommt vorbei. Wir haben noch eine Sache, die wir gerne den Zuschauern kundtun möchten. Und zwar haben Sie ja noch eine Idee, was die Leseraten betrifft. Genau. Bücher sind ein teures Vergnügen. Einmal gelesen, verschwinden sie im Schrank. Und bei dem Gedanken kam mir die Idee, im Mehrgenerationenhaus eine Stelle zu schaffen, wo kostenlos Bücher getauscht werden können. Eine Büchertauschboxbörse sozusagen, ja. Ja, und wenn das dann alles so richtig in trockenen Tüchern ist, dann werden wir natürlich auch darüber berichten, wie Sie da vielleicht das Ganze unterstützen können. Genau. Wollen wir zum Schluss noch sagen, dass man sich über Termine und Angebote im Mehrgenerationenhaus auch telefonisch unter der 03571 974142 informieren kann. Es ist garantiert für jeden was dabei. Und Frau Hempel, auch das Kinderabenteuerhotel, das wird es in diesem Jahr wieder geben. Das soll unser letzter Punkt sein heute. Genau, das Kinderabenteuerhotel findet auf jeden Fall wieder statt. 5 Durchgänge dieses Jahr. Und die Termine stehen schon fest, also wer ins Kinderhotel möchte, der ruft bitte an oder meldet oder kommt vorbei. Genau. Sicheres oder zeitiges Anmelden, sicher die besten Plätze. Genau, ganz genau so ist es. Frau Hempel, vielen Dank. Dann sind Sie also gut informiert, was die Angebote 2013 angehen hier im Mehrgenerationenhaus in Hoyerswerda bzw. im Familienpark. Sie sind herzlich eingeladen, diese Angebote zu nutzen. Dankeschön. Im Hoyerswerda Natz können Kinder am Freitag ab 14 Uhr viel Wissenswertes und spannende Geschichten von außergewöhnlichen Tieren bei einem Rundgang erfahren. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda an der Hermannstraße gibt es am Freitag wieder die Breakdance-Stunde mit Micha um 15.30 Uhr. Geht's da los? Nachts wolkig und gebietsweise meist schwache Schneeschauer, die Temperaturen sinken bis auf minus 4 Grad. Am Freitag bei starker Bewölkung, weitere aber meist schwache Schneeschauer möglich, die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um fehlende Kita-Plätze im Freistaat. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.